Alle Jahre seit dem Tod von Jim Clark am 7. April 1968 veranstaltet der Baden-Württembergische Motorsportclub ein Revival. In dem Jahre 2010 war wieder das Revival angesagt mit der Zusatzveranstaltung 40 Jahre Interserie und 70 Jahre Kurt Ahrens. Vor allem hat es mich gefreut, dass nicht nur die großen Sportwagen da waren, sondern auch die kleinen Formel 3, Formel 2, teilweise sogar Formel 1. Und auch diese Autos sind beschriftet worden von meinem Vater Kurt Ahrens. Aber wenn da Kurt Ahrens drauf stand, dann hat der die zuerst gefahren und anschließend stand dann Kurt Ahrens Junior drauf. Weil mein Vater natürlich die Autos immer erst getestet hat und sie sich auch die besten herausgenommen hat. Und dann, wenn man merkte, es gab neue Autos, es gab Fortschritte, dann durfte diese Autos natürlich der Junior fahren. Im Fahrerlager des Hockenheimrings war überraschend für mich natürlich auch ein Zelt aufgebaut, wo die Fahrzeuge, die ich teilweise bewegt habe, aufgestellt worden sind. Und zu diesen Fahrzeugen gab es natürlich auch Interviews. Es war sehr bewegend für mich, weil die Fahrer, die die Autos jetzt besitzen, teilweise mich ja gar nicht richtig kannten und ich jetzt Gelegenheit hatte, mit Ihnen mal über alte Zeiten zu sprechen. Was ich damals gemacht habe, das war die Fahrt mit Jim Clark zum Sportstudio und anschließend im Adlerstübchen entstand dieses schöne Bild. Wobei natürlich in dem Krug kein Bier war. Das war nur zur Demo. Deswegen haben wir auch so gelacht. Ja, und dann wurde es natürlich einen Tag später umso trauriger. Und dieses Revival ist dazu da, um ihn zu würdigen. Ich habe Jim Clark am Freitag kennengelernt, am 6. April 1968 und wir sind zusammen abends ins Sportstudio nach Mainz gefahren und ich hatte meinen Brabham im Sportstudio und Jim Clark hat eigentlich mein Auto erklärt, obwohl es nicht einfach ist, denn er fuhr ja damals einen Lotus. Wir sind dann nach dem Sportstudio gemeinsam in meinem Mercedes zurück nach Hockenheim gefahren, wo ich ihn dann im Hotel nachts um 11:30 circa abgeliefert habe. Und wir hatten uns am Morgen vor dem Start noch mal kurz getroffen und hatten uns viel Glück gewünscht. Ja, und dann ging das Rennen los und hat in der 7. oder 8. Runde, ich kann es nicht genau sagen, ist denn ein Krankenwagen auf der Rennstrecke gewesen. Wir als Fahrer haben nichts bemerkt und nach dem Rennen haben wir dann gehört, meine Damen und Herren, erheben Sie sich, der Weltmeister Jim Clark ist tödlich verunglückt. Unsere Fahrzeuge, der Rex hat bewegt an Chevron schon Harald Ertl und viele, viele ehemalige Rennfahrer aus der damaligen Zeit. Ein paar sind nicht mehr dabei. Thank you.
da kam ich dann natürlich auch mit meinem Start Nummer 1, Ahrens Racing Team, auf der Schnauze mit dem 98-3. Und ich muss sagen, es war für mich wieder mal erfrischend, so ein sportliches Auto zu bewegen. Leider hatte ich nicht genügend Runden zur Verfügung, weil in der dritten Runde der Sprit ausging und ich leider nicht die obligatorischen 5-6 Runden fahren konnte. Ich hätte gerne mehr gefahren, aber wie gesagt, wenn man am Sprit spart, läuft auch das beste Auto nicht. Ja, dann ging es an die Startaufstellung. Alle, die KenM-Wagen haben Platz genommen. Auch da wieder einige Autos, die ich dann bewegt hatte. So, es waren Sportwagen da vom Porsche 917, vom 98-3, vom 911er, vom 916er. Es waren teilweise ausländische Fahrzeuge zu sehen, die extra angereist sind, so wie mein Freund David Piper, der alljährlich es sich nicht nehmen lässt, in Hockenheim zu fahren. Ja, wir sehen jetzt ein paar schöne Bilder von meinem Sohn Mike aufgenommen auf dem Hockenheimring. Und da sieht man mal, dass die Autos nicht immer bewegt werden, weil wenn sie dann mal bewegt werden, müssen sie auch aktiviert werden und dann spucken sie natürlich auch öfters mal Öl raus, was in diesem Falle gut zu sehen ist. Aber Sie sehen, die Boliden der damaligen Zeit sind fit und sie werden bei Revival bewegt, nicht mehr bei Rennen, wenn man mal so will, weil die Autos doch ein gewisses Alter haben und sie einfach zu schade sind, um bei Rennen einzusetzen. Und in diesem Bild ist auch mein Bekannter Jan Scharnoster zu sehen mit einem Wagen, der in der ehemaligen DDR gebaut wurde, mit einem Renault-Motor. Auch dieses Fahrzeug hat leider heute keine Berechtigung mehr, irgendwo zu starten, außer bei dem Revival, weil er nicht den Reglement entspricht, die man heute verlangt. Alles in allem für die Fahrer und für mich ein Traum gewesen. Und Sie sehen, es wurde richtig gefahren. Die Jungs haben natürlich dann auch den Ehrgeiz, mal zu zeigen, was hier im Auto steht. Hier sehen wir zum Beispiel auch in der Sachskurve den 917er von David Piper, der regelmäßig zur Veranstaltung nach Deutschland kommt. Ist ein gern gesehener Gast, sehr sympathisch. Und wir hatten auch dann die Gelegenheit, nochmal am Tisch ein paar Autogramme zu schreiben. Und die Leute waren also sehr euphorisch. Aber ich muss sagen, die Leute von früher oder zumindest die Rennfahrer von früher, die ich kenne, sind eigentlich alle sympathisch und die sind offen. Sie sind offen, sie reden gerne über ihre Erfahrungen. Sie schätzen zwar die heutigen Veranstaltungen, aber sie schätzen es nicht, dass man also abgekanzelt wird von all den normalerweise Besichtigungen des Fahrerlagers. Also heute ist es so, hast du keinen Ausweis, hast du keinen Zutritt und den Ausweis bekommst du eh nicht. Und das ist eben der Vorteil bei diesen Revivals. Man sieht die Autos, man kann sie anfassen und es ist offen für alles. Und das liebt das Publikum und das lieben die Fahrer, weil wo hat man sonst schon mal Gelegenheit, so nah an die Autos heranzukommen. Ich war natürlich sehr gerührt und auch stolz, dass man nach so vielen Jahren im Ruhestand nochmal an mich gedacht hat, speziell am Hockenheimring zu meinem Ehrentag 70 Jahre ein Event veranstaltet hat. Da möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken beim Veranstalter, bei den vielen Fans, die mir immer treu geblieben sind, auch noch bis heute,
Ich erlebe das immer wieder an den vielen Fanposts und möchte mich auch beim Porsche Classic Stammtisch in Braunschweig bedanken, dem Ehrenvorsitzender ich bin, weil wir hatten die Gelegenheit, mit diesen ganzen lieben Leuten einen Corso zu fahren vor meiner Ehrung. Und ich glaube, für alle ist es ein Erlebnis, was man nur einmal alle Tage machen kann, zu einem Anlass, der gebührend gefeiert wurde. Und deswegen möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ja, diese Autogrammstunde war wunderbar, die Sie jetzt gerade hier sehen mit David Piper, Jürgen Neuhaus, meine Wenigkeit. Es war lustig, es war spaßig. Wir hatten auch zu lachen, weil manchmal auch uns ein Ferrari-Bild runtergeschoben wurde, obwohl wir damals alles Porsche-Fahrer waren. Aber das macht nichts, das rundet das ab. 70 Jahre Kurt Ahrens und ich muss ehrlich sagen, ich bin stolz darauf, dabei gewesen zu sein. Das gibt es nur einmal, nicht nur vom Jahr her, sondern auch vom Revival her. Und abgerundet gesagt, eine Veranstaltung, die man nicht fallen lassen sollte, sondern die einfach dazugehört. Meine Rennfahrerkarriere hat begonnen 1958 und hat geendet 1971, weil doch in meiner 13-jährigen Laufbahn zu viele meiner Freunde tödlich verunglückt sind. Und ich konnte das meiner Familie einfach nicht mehr zumuten und habe dann 1971 im Frühjahr meine Karriere beendet. Ich bin ja nicht so, dass ich vom Motorsport überhaupt nichts mehr mitbekomme, sondern ganz im Gegenteil. Meine zwei Söhne sind auch in der heutigen Zeit noch im Motorsport aktiv und so manches Event, wo ich sage, das macht mir Spaß, bin ich natürlich dabei. Insofern lässt mich auch der Motorsport nicht los, solange es mir gesundheitlich gut geht.